Und damit ein herzliches Willkommen zum nächsten Let's Play auf diesem Kanal. Ja, es geht weiter mit Gothic 2, die Nacht des Raben. Und zwar gemoddet. Ja, das ist der ganz wichtige Teil. Wir spielen mit dem neuen Renderer, diesem DX11-Renderer. Warum ist die Musik gar nicht so gut? Ja, wie gesagt, wir spielen mit dem neuen Renderer und wir beginnen auch gleich mal. Übrigens habe ich auch Gothic 1 gespielt, auch mit dieser Modifikation. Und ja, wir benutzen auch nicht den Alhiver-Mod. Nein, wir nutzen den Renderer, bloß ein bisschen bessere Texturen. Und das war es dann auch schon. Aber wir legen los. Jetzt müssen wir kurz diesen Ladebildschirm überspielen, aber gut. Wir sehen uns gleich nach dem Intro vom Spiel. Ein einzelner Gefangener hatte das Schicksal von Hunderten geändert. Aber er zahlte dafür einen hohen Preis. Hatte den Schläfer besiegt, die Barriere zerstört. Doch während alle anderen Gefangenen entkamen, blieb er in den Trümmern zurück. Ich war es, der ihn gegen den Schläfer entsandte. Ich bin es, der ihn jetzt von dort zurückholt. Er ist schwach und er hat vieles vergessen. Aber er ist am Leben. Er ist... zurück. Ja, und damit nochmal herzlich willkommen. Da bist du ja wieder. Danke, Tadas. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns nochmal wiedersehen. Ich fühle mich, als hätte ich 3 Wochen unter Steinen gelegen. So war es auch. Nur die Magie deiner Rüstung hat dich am Leben gehalten. Ich hatte schon befürchtet, dich nicht mehr aus den Trümmern des Tempels befreien zu können. Aber genug davon. Jetzt bist du ja hier. Es gibt eine neue Bedrohung, um die wir uns kümmern müssen. Alles klar. Jetzt nochmal kurz, ich begrüße euch nochmal zu diesem Let's Play. Wir sind zwar schon in der 3. Minute, aber nochmal herzlich willkommen zum neuen Let's Play. Und es geht auch gleich weiter jetzt, genau. Nach dem Fall der Barriere und der Verbannung des Schläfers ist Viljas Zorn noch größer geworden. Ein mächtiges Artefakt wird wieder auf diese Welt zurückgeholt werden. Wenn der Gott der Finsternis seine Schergen auf die Suche schickt. Diese Suche hat längst begonnen. Belias Schergen entweihen die ältesten Heiligtümer der Götter. Die Wächter dieser heiligen Orte sind erwacht und ihr Zorn lässt die Erde erbeben. Alle mächtigen Magier auf dieser Insel spüren diesen Zorn. Und einige von ihnen sind mit Sicherheit schon dabei, der Bedrohung entgegenzutreten. Verbünde dich mit ihnen. Nur so können wir Belia Einhalt gebieten. Alles klar, das machen wir. Genug Zeit haben wir ja jetzt. Ich habe es geschafft. Der Schläfer wurde verbannt.
Du hast ihn besiegt, das ist richtig. Aber den Krieg, der jetzt folgt, können wir nicht mehr aufhalten. Der Schläfer hat mit seinem letzten, wutentbrannten Schrei die Armeen der Finsternis in Bewegung gesetzt. Es war ein Befehl an alle bösen Kreaturen, ein Wort der Macht, dem sie alle gehorchen mussten. Sein letzter Befehl war, kommt. Und sie kamen, alle, sogar die Drachen. Drachen? Es sind Kreaturen von uralter Macht. Ich kann ihre Gegenwart spüren, selbst hier. Und sie haben eine ganze Armee von niederen Dienerkreaturen um sich gescharrt. Wo ist diese Armee jetzt? Die Armee lagert nicht weit von hier, im Minental von Korinnes. Und sie bereitet sich auf den Angriff vor. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Was können wir tun? Diesmal schaffen wir es nicht alleine. Nur die Macht Innos kann uns gegen die Drachen helfen. In der Stadt Korinnes, nicht weit von hier, lagert eine Gruppe von Paladinen. Sie verfügen über ein mächtiges Artefakt, mit dessen Hilfe wir die Drachen besiegen können. Sie nennen es das Auge Innos. Du musst dir dieses Artefakt besorgen. Berichte den Paladinen von der Bedrohung. Du musst ihren Anführer überzeugen, uns zu helfen. Und sobald du mit ihm gesprochen hast, musst du das Artefakt Belias finden. Es ist das Gegenstück zum Auge Innos. Es darf nicht in die Hände des Bösen fallen. Okay. Was genau ist das Auge Innos? Es ist ein Amulett. Der Sage nach hat Innos selbst einen Teil seiner Macht in dieses Amulett gelegt. Es wird dir einen Teil deiner verlorenen Kraft wiedergeben und uns helfen, die Drachen zu besiegen. Und es hat noch einige andere verborgene Fähigkeiten, doch dazu mehr, wenn du das Amulett hast. Gut. Warum sollten mir die Paladine das Auge Innos geben? Weil du derjenige bist, der dazu bestimmt ist, es zu tragen. Woher willst du das wissen? Es gibt eine Reihe von Gründen. Der wichtigste ist, du hast den Schläfer besiegt. Stündest du nicht in der Gunst der Götter, wärst du jetzt tot. Nehmen wir mal an, du hast recht und ich bin dazu bestimmt, das Auge Innos zu tragen. Woher wissen die Paladine, dass es so ist? Das Auge sucht sich seine Träger selbst. Sobald du es in die Finger bekommst und es dir anlegst, werden die Paladine nicht mehr an deinen Worten zweifeln. Okay. Wie komme ich zur Stadt? Folge einfach dem Weg von hier aus durch die Berge. Die Stadt ist groß. Du kannst sie nicht verfehlen. Aber sieh dich vor. Der Weg zur Stadt ist nicht ungefährlich. Und du bist noch lange nicht wieder so stark, wie du einst warst. Okay. Ich brauche Waffen. Ich kann dir nur das Wenige geben, was ich hier habe. Sieh dich in meinem Turm um. Alles, was du gebrauchen kannst, gehört dir. Ich werde so schnell wie möglich aufbrechen. Gut. Und eines noch. Verrate niemanden, dass du mit mir gesprochen hast. Vor allem keine Magier. Seit ich ins Exil gegangen bin, hält mich der Kreis des Feuers für tot. Und das ist auch gut so. Ja, Kapitel 1, die Bedrohung. Ja, endlich mal Gothic 2. Ich wollte es ja schon lange let's playen. Ich betone mal wir. Aber ich kam leider nie dazu. Ne? Da wir ja erstmal Gothic 1 spielen wollten, das haben wir dann auch getan. Und jetzt spielen wir Gothic 2. Kann ich irgendwas lesen? Bekomme ich dann irgendwie... Aha. Ein paar Punkte haben wir bekommen. Gut. Da liest er das gerade. Was ist jetzt ja blöd. Ich weiß zwar nicht, was hier passiert ist. Ich glaube, dann haben wir es geschafft. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder nach der ersten Anschlussfolge, was ja hauptsächlich Dialog war. Wir sehen uns in der nächsten Folge irgendwie. Gothic 2 ist gerade abgestürzt. Wir sehen uns in der zweiten Folge. Link ist in der Beschreibung und Autoplay, dann seht ihr es auch gleich. Haut rein, Jungs.